Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Am vergangenen Donnerstag hat Primeo Energie die Einwohnergemeinde Asch und die Bürgergemeinde Asch gemeinsam lokale Energiegeschichte geschrieben und zusammen den Grundstein für die neue Holzheizzentrale am Widerring in Asch gelegt. Dazu haben sie eine Zeitkapsel im Fundament des Bauwerks eingegossen. Das ist ein ganz wichtiger Termin für Primeo Energie, weil wir machen heute die Grundsteinlegung vom wirklich der Heizzentrale Asch. Das ist eine ganz wichtige Heizzentrale für die Wärmetransformation und Dekarbonisierung von der Wärme hier in Asch. Das sind 16 Gigawattstunden Wärme, die wir produzieren. Wir sparen damit in etwa 3000 Tonnen CO2 pro Jahr. Und die Wärme, die wir produzieren, die reicht für etwa 1600 Haushalte. Hier, das sind Haushalte in Asch zum Beispiel. Das sind 16 bis 30% vom Wärmebedarf hier in Asch. Sowohl im Wachstum der Gemeinde wie der geplanten Dekarbonisierung kommt das Projekt sehr entgegen. Für die Einwohnergemeinde ist das ein ganz wichtiger Termin, weil es ist der erste Wärmeverbund, den wir jetzt anfangen bauen und gleich in Betrieb nehmen im Rahmen der ganzen Wärmetransformation, wo die Gemeinde eine grosse Herausforderung hat, um eben zukünftig die 100 Gigawattstunden anbieten für die ganze Bevölkerung. Und jetzt hier mit der Grundsteinlegung können die ersten 16 Gigawattstunden produziert werden und zukünftig den Kunden zugeführt werden. Und wegen dem ist das ein ganz, ganz wichtiger Tag heute für uns. Auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner ist richtungsweisend. Für die Gemeinde Asch ist es natürlich wunderschön zu sehen, wie so eine Kooperation mit der Bürgergemeinde und mit der Primeo Energie von einer Vision, die man vor ein paar Jahren hatte, eigentlich in ganz, ganz kurzer Zeit jetzt wirklich in eine konkrete Grundsteinlegung für ein super tolles Projekt enden kann. Das kann man nur machen, wenn man tolles Projektmanagement hat, Leute hat, die am gleichen Strick ziehen, die auch Themen angehen, die vielleicht nicht so einfach sind. Und von dem her ist das wirklich ein Vorzeigeprojekt, das wir mit unseren Partnern hier haben können realisieren. Vorgängig ist die Problematik gestanden, dass bis Ende 2026 erneuerbare Energie produziert werden sollte. Dann haben wir uns gesagt, ja gut, dann müssen wir eigentlich einen Wärmeverbund in Asch planen. Dann habe ich mal mit der Primeo geschaut und mit der Gemeinde. Ja, was könnten wir jetzt machen? Wir haben ja in Asch 6 Wärmeverbünde. Könnten wir hier eine zentrale Wärmeerzeugung nicht mehr bauen? Weil wir haben ja einen Forstbetrieb, einen grossen, von 6 Gemeinden, der ja auch einen Haufen Holzschnitzel hat. Und wir liefern ja eigentlich das Hackholz heute zum grossen Teil auf Basel. Und wir könnten das logistisch einfacher in Asch verwerten. Das war eigentlich mal der Grundgedanke gewesen. Und dann haben wir mit Primeo geschaut, ja, wo könnten wir eine Zentrale bauen, wie würde ein Leitungsnetz aussehen. Und das Wesentliche vom Ganzen ist natürlich das. Wir brauchen auch einen Investor, der das Ganze dreht. Und Primeo hat ja dann, nachdem sie die Kosten zusammen hatte, das Konzept zusammen hatte und gewusst hat, wie viele Kunden es anschliessen würden, hat dann die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat dem Kredit zugestimmt. Der ist ja, ich sage jetzt mal, zwischen 32 und 35 Millionen Franken ist ein rechter Kredit und das muss ja bewilligt werden. Wie sieht die Beteiligung der Bürgergemeinde aus? Einerseits ist es der Boden, den haben wir im Baurecht abgegeben. Da werden wir Miete kriegen. Das ist nicht ein Investment, sondern das ist dann der Ertrag. Und wir haben 3 Millionen vorfinanziert für den Bau hier, für die Zentrale. Und haben versprochen, dass wir noch einen Leitungsbau machen. Das ist auch das erste Mal für die Bürgergemeinde von 1,5 Millionen im Dorfkern, damit möglichst schnell die Leitungen gebaut werden. Das Ziel der Dekarbonisierung ist ehrgeizig. Das ist ein Generationsprojekt, das darf man ganz klar sagen. Das wird sehr wahrscheinlich, wir werden bis 2028 die Pläne, die wir haben, hier in Asch umsetzen wollen. Da haben wir uns ganz klare Ziele gesetzt. Wenn es wirklich eigentlich Wärmeleitungen geht, aber auch Wärmeproduktion. Aber darüber hinaus, das ist wahrscheinlich 25 bis 30 Jahre, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Also da braucht es Zeit, Geduld, auch für die Kundinnen und Kunden, aber auch Energie und Wille. Und der Wille haben wir bei der Primeo Energie. Auf diesem Weg ist die Holzheizzentrale in Asch ein wichtiger Meilenstein.
Am Samstag, 14. September, ladet die Arbeitsgruppe Biersparklandschaft zur traditionellen Biersputzete ein. Die Freiwilligen aus Asch treffen sich um 10:30 auf dem Parkplatz vom Schloss Angenstein. Geschafft wird ungefähr bis um 12 Uhr, nachher gibt es einen Imbiss beim Schloss. Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt.